Vor dem nächsten Lied muss man ein bisschen was sagen, damit es nicht in den falschen Hals gerät oder möglicherweise ganz anders gebraucht wird, als es gemeint ist. Aber nee, die Gefahr besteht eigentlich nicht, höchstens vom Titel des Liedes. Das Lied heißt Alternative für die. Punkt. Es ist aber völlig unverdächtig, als Hymne vereinnahmt zu werden von einer Partei, die diesen Namen sich gekapert hat. Das finde ich übrigens gemein, weil den Namen finde ich klasse. Also Alternative für Deutschland hätte ich selber drauf kommen müssen, etwas eher. Dann hätte ich das für mich reklamiert, weil Alternativen können wir gut gebrauchen, gerade in Zeiten wie diesen. Keine Frage. Deshalb ist auch dieses Lied entstanden und wie gesagt, völlig unverdächtig, weil es ist ein Reggae. Ja, das würden die nie nehmen als Hymne. Es ist ein Reggae und der Inhalt ja, ist dann auch nicht ganz dort wahrscheinlich gewünscht. Hier ist die Alternative für D-Punkt, aufgenommen übrigens am Ende mit einem Kinderchor, den haben wir jetzt auch nicht mitbringen dürfen, aber ihr könntet ja, wie wir wiederholen, den letzten Refrain dreimal und der prägt sich schnell ein und je mehr mitsingen, umso eher wird es eine Alternative geben. Okay, auf geht's. Für dieses Deutschland, du bist gefeiert, wenn alles so wie es ist blieben. Fahr was gegen die Wand, aber dann wird geklagt. Eine Alternative für Deutschland finde ich okay. Und ich zeig dir auch gern, was ich drunter versteh. Unser Haus braucht erstmal ein solides Fundament, das uns trägt und stützt und nicht gleich eins vom anderen trennt. Das eine Basis ist für alle, durch die Achtung eines jeden. Und eine Sprache, in der wir uns verstehen, wenn wir miteinander reden. In den Wänden allenthalben offene Türen und helle Fenster. Vom Keller bis zum Dach, kein Platz für braune Gespenster. Statt zum Trommelmarsch mit Fackeln, laden wir zum Tanz der Kerzen. Und unsere schwarz-rot-goldene Fahne schmücken wir mit Regenbogenherzen. Und wir bauen uns eine Alternative für dieses Deutschland. Du bist gefragt, wenn alles so wie es ist blieb. Fahr was gegen die Wand, aber dann wird es klappt. Eine Alternative für Deutschland finde ich okay. Und ich sag dir auch gern, was ich drunter versteh. Nee, wir retten keine Banken, wir verschwenden unser Geld. Die Zukunft unserer Kinder und die Zukunft dieser Welt. Was wir schaffen, reicht für alle und wir teilen es gut und gerne. Nach Bedürfnis und Bedarf und nicht nach der Logik der Konzerne. Hier soll keiner mehr gewinnen, wenn die anderen was verlieren. Und an Göttern werden solche nur geduldet, die auch anraten Tier. Leoparden, Panther, Pumas, brüllende Militärmuseen. Und wer mit 70 noch im Bundestag rumgeistert, gehört ins Mausoleum. Und wir bauen uns eine Alternative für dieses Deutschland. Du bist gefragt, wenn alles so wie es uns blieb. Fahr was gegen die Wand, aber dann wird geklappt. Eine Alternative für Deutschland fände ich schon gut. Aber nicht diese Ohnmacht aus Hass und Wut.
feiern wir gemeinsam am Abend unterm Lindenbaum. Und wir trinken und wir singen und ich frag mich, ist das alles nur ein Traum? Und du sagst, dieser Traum ist alt, wird so lange gehen, bis wir nicht mehr auf dem Wunder warten, sondern lernen ihn zu leben. Wir bauen uns Alternativen für dieses Deutschland. So wird's gemacht, aus Offenheit, Hoffnung und Liebe und gesundem Verstand, das wäre doch genannt. Wir bauen uns eine Alternative für dieses Deutschland. So wird's gemacht, aus Offenheit, Hoffnung und Liebe und gesundem Verstand, das wäre doch genannt. Wir bauen uns eine Alternative für unser Deutschland. So wird's gemacht, aus Offenheit, Hoffnung und Liebe und gesundem Verstand, das wäre